Hallo und willkommen zurück im LS19 auf der Karte Oberes Glantal. Ja, wir wollen ein bisschen weitermachen. Ich habe zwischenzeitlich hier das Gras geschwadet mit dem Case. Ja, hier sieht man schön die Bahnen. Und werde jetzt den Fendt, den neuen Fendt auf Feld 20 Raps einsehen lassen. Und was haben wir noch? Ah ja, hier unseren Drescher, der kann anfangen, das Feld 13 abzukauen. Das sind Sojabohnen. Gut. Aber zuerst in den Fendt. Moin. Hier habe ich schon angefangen, habe mal die Feldränder schon vorgearbeitet, weil der Helfer das auf die Reihe kriegt. Mal schauen, ob ich das recht habe. Ja, der kann fahren. Der wartet, das mache ich gleich. Der Anfang muss ich selbst machen. Ich habe auch ja, das komplette Mäh- und Ballen-Equipment hier in den kleinen Shop gestellt. Und der Case kann jetzt anfangen. Ich werde erstmal eine normale Grasballen pressen. Mal schauen, wie viel bei rauskommt. Und eventuell noch ein paar Silageballen draus machen. Je nachdem, was wir brauchen für die Kühe. Hier den Hafer haben wir auch schon abgeerntet. Da muss ich auch noch die Strohballen dann pressen. So, dann arbeiten wir uns erstmal hier hoch. Und wie immer die am häufigst verwendete Taste im LS ist das Z. R ist auch nicht viel weniger. So. Hier machen wir gleich weiter. Aber ich muss. Seht ihr, das meine ich. Weiß nicht, warum der das nicht durchzieht bis zum Ende. Ja, Platz wäre eigentlich da. Gut, das müssen wir dann nachher selbst machen. Das ist kein Thema. Den bringe ich jetzt auch mal in die richtige Richtung. Also hier denke ich, die Umgebung, die Landschaft hier, die ist ideal gemacht für die ja, Viehhaltung. Ein paar Kühe haben wir ja schon, die würde ich schon, den Stall würde ich schon gern voll machen. Und dafür reichen auch die Felder vorerst mal mit Stroh und Gras. Ein Zetter haben wir glaube ich auch am Hof, um Heu zu machen.
Wassertank ist platziert. Dann sind wir gut gerüstet für die Tiere, um die Kühe zu versorgen. Das ist schon mal sehr gut. So, der darf jetzt alleine spielen. Da wird eh einiges übrig bleiben, was wir dann nachher jetzt noch selbst nacharbeiten müssen. Aber Hauptsache, der hat das meiste mal runter. Abgedroschen. So, und wir können, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, wir machen hier weiter. Ja, vieles wiederholt sich halt eben. Gerade am Anfang, wo man alles noch vorbereiten muss, sammeln muss und erstmal auch zusehen muss, wie man es am besten macht. Aber das ist halt ganz normal. Ich kann ja nicht alles offline vorher mähen und vorher einsammeln und dann nur noch zeigen, so, ich habe jetzt die Kühe gefüttert, das war's. Das ist dann eben so. Und so der Riesenerzähler bin ich sowieso nicht. Ah, es kommen schon ein paar Balle raus hier. Ach so. Übrigens liegt der Silageball immer noch da. Hat noch niemand weggeräumt. Aber er wird wegkommen. Keine Angst. Ai. Jetzt wird er gepennt.
Bitte nicht am Hang. Auch so ein Skript, das noch fehlt, der automatische Ballenauswurf. Wer hat hier die Arbeit erfolgreich beendet? Das kann 100% nicht stimmen. Ja, sag ich doch. Aber das macht der Helfer nur, um etwas Abwechslung hier reinzubringen. Ich habe gedacht, komm, zeig doch mal, wie der Raps angesät wird. Mähdrescher trischt noch, das ist gut. Mal gespannt, was der alles stehen lässt. Ups. Die hat es wunderbar hingehauen, die andere Seite hat nicht gefallen. So, hier könnten wir rein theoretisch wieder etwas ansehen, bei dem wir Stroh rauskriegen. Gerste vielleicht. So, du bist noch, hast noch Luft nach oben, das ist gut. Ja, der war noch an. So. Wo geht's denn weiter? Probieren wir das mal aus.
Da fällt mir gerade was ein, das müsste ich gerade mal ausprobieren. Wir haben ja hier oberhalb vom Feld 13 noch das Grundstück. Da würde ich gerne mal was testen. Aber das kann ich nur testen, weil es Geld nicht hat. Toll. Gucken, ob da noch was ist auf der Seite. Ah ja, da muss man streifen. Dann ziehen wir uns noch rein. War praktisch, ja. Er hat einen vollen Counter, das ist ja prima. Und ist jetzt ausgeleert. Moment, Hilfe naht. Der Hafer kommt ins Lager. Ja, warum der hier vorne am Anfang immer gleich die Streifen stehen lässt, ich weiß es nicht. Man verquetscht ja auch schon wieder. Mensch! Ja, ich tanke den ab und mache dann noch ein bisschen selbst Drescher fahren, weil ganz gerüstig macht das auch nicht der Helfer. Da muss man noch ein bisschen selbst fahren, das mache ich dann jetzt.
War ein bisschen ruhiger die Folge. Aber es geht ja ums Spiel, nicht ums Erzählen. Und ich hoffe, dass es auch Spaß gemacht hat trotzdem. Vielen Dank, macht's gut. Tschüss.